Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und herzlich willkommen zu meinem kleinen Stellplatzbericht aus Almanara. Hier so eine kleine Übersicht, wo wir hier stehen. Also es ist wirklich unmittelbar am Strand. Man kann die Brandung hören. Ja, ist ganz schön hier. Ja, so sieht der Platz aus. Passen so 20 Wohnmobile drauf. Asphaltiert. Ist also mehr ein Parkplatz, ne? Aber kostenlos. Vorgelagert ist so ein kleiner Park, keine Ahnung, Rasenfläche, Bäumchen und ein paar Bänke. Da kann man sich also auch noch mal schnell hinsetzen zum Relaxen, ohne dass man gleich vielleicht die Stühle rausräumen muss. Ja, hier seht ihr noch mal den Platz in seiner vollen Blüte. Eigentlich ganz schön gelegen, wirklich. Auf dem Platz gibt es so kleine Mülleimer, so wie hier. Aber auf der Straße gibt es auch noch mal einen großen Mülleimer für die, die viel Müll haben. Ja, die Straße hier, die kommt ja gefahren, entweder aus dieser Richtung oder aus dieser Richtung. Und da ist dann auch die Versorgungssäule. Also die ist nicht direkt am Platz, sondern an der Straße. Zeige ich euch. Ja, so schaut das aus. Hier die gesamte grüne Fläche. Hier können also auch so, ich sag mal, Dickschiffe Wasser lassen. Beziehungsweise Abwasser lassen. Schöne breite Rinne, finde ich ja gut. So trapezförmig. So, wenn was daneben geht, hat auch da abfließt. Oh. Toilettenentsorgung mit Spülung. Und dann gibt es hier noch mal ein paar Informationen. Allerdings nicht auf Deutsch. Ja, so sieht die Säule aus. Hier kann man dann Wasser tanken, aber man muss Token haben. Ja, man kann also hier keine Euros reinschmeißen. Ich habe keine Ahnung, warum das so kompliziert gemacht werden muss. Ich habe mal irgendwie Angst vor Einbruch. Ich meine, was für Geldmengen hier auch reingeschmissen werden. Also, naja, gut. Also, da drüben ist der Platz. Und wenn er anfahrt oder abfahrt, dann könnt ihr hier Wasser. Da hinten die Straße, hier links die Säule und dann fährt er, wenn er von da kommt, rechts hier in die Straße rein. Das ist nicht so ganz so leicht zu sehen.
Na, ihr seht ja die Mülleimer, dann die Mauer vor dem Haus, da fahrt ihr nichts rein. Ja, kann man leicht mal übersehen. Ja, so schaut das hier aus. Unverbaubarer Blick. Viel, viel Wasser. Und da vorne ist auch gleich der Stellplatz. Ja, und dann kann man hier, ich denke mal kilometerweit, wenn nicht ganz Valencia, laufen, Fahrrad fahren, whatever, zu beiden Richtungen. Ja, hier vielleicht nochmal ein Blick auf die Karte. Ja, gleich neben dem Stellplatz noch so eine kleine Taverne. Kann man sich ein Käffchen trinken und vielleicht auch ein Essen, das weiß ich jetzt nicht, ist gerade zu. Hier der Stellplatz nochmal von der Oceanside zu sehen. Hier ist übrigens kein Campingverhalten erlaubt. Ne? Also ihr könnt hier keine Stühle und so rausstellen. Also sollt ihr zumindest nicht. Und aber dafür gibt es ja diese Bänke. Und ansonsten nimmt man halt sein Stühlchen. Geht an den Strand. Ja, der Platz ist nicht schlecht. Auf jeden Fall zu übernachten sowieso gar kein Problem. Das mit dem Token ist ein bisschen umständlich. Ich habe auf die Schnelle nicht rausgekriegt, wo die Bäckerei und dieser Supermercato ist, um die Münze zu kaufen. Habe aber jetzt auch nicht so ganz intensiv gesucht. Jetzt im Moment in der Corona-Zeit ist das natürlich hier total ruhig. Mich erinnert das so ein bisschen an den Winter. Na, wenn ich also hier zum Überwintern in Spanien bin, dann sieht das genauso aus. Von daher stört mich das nicht. Wenig Menschen hier. Ja, man kann hier wirklich sehr schön Ruhe so finden und ja, kilometerweit laufen. Also, not so bad hier. Ja, die maximale Zeit, wo ihr stehen dürft, ist 72 Stunden, also 3 Tage. Wollt ihr innerhalb dieser 3 Tage duschen, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Denn hier sind überall am Strand, viel in Spanien, sind halt diese Duschen. Und anders als im Winter funktionieren die auch. Ich wünsche euch wie immer einen schrottfreien Flug, habt eine schöne Zeit, bis dann, tschüss!